Hey Locos, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine Döner-Wettess-Challenge gegen meinen Bruder. Ich bin durchgehend am Stream, weil ich einen Zap-Marathon mache. Aber Gian hat 10 Döner geholt. Ich habe ihm gesagt, hol 10 Döner. Und wir werden gucken, wer mehr Döner schafft. Was glaubst du? Sei ehrlich. Ich sag ehrlich, guck mal, was bei dir, du bist eigentlich ein bisschen im Vorteil. Aber ihr dürft nicht vergessen, du bist ja am Fasten, ne? Ja. Das heißt, dein Magen verkleinert sich. Ja. Sprich, ich sage, ich könnte einen halben Döner vorne liegen, meine Freunde, meine Damen und Herren. Okay, du glaubst, du schaffst einen halben Döner mehr? Ja. Ich sag trotzdem, weil ich ein Kämpfer bin! Hey, pass auf, dass ich mehr. Achso, ups. Dass ich mehr schaffe. Justin, blend mal hier die Adresse ein. Hier könnt ihr Pakete hinschicken zu meinem Geburtstag, die ich dann an meinem Geburtstag öffnen werde. Pakete an dieser Adresse. Ahmed Anid, bevor wir essen, hier sind 10 Döner drin. 10 Ahmed Loco Döner. Was ist der Unterschied zu normalen Döner, zu Ahmed Loco Döner? Die wurden von Star Döner geholt, von aus Paderborn. Superladen, ist keine Werbung oder so. Superladen, da kann man sich Ahmed Loco Döner holen. Also, so wie ich den esse. Das heißt, unsere Döner sind genau gleich. Außer, dass Gian freiwillig Schaf drauf haben wollte, weil er es ohne Schaf nicht mag. Und du hast mir noch Einkauf gekauft. Ja, genau. Für uns, Digga. Nee. Achso, ja, okay. Nee. Ja, für uns, ja. Check erstmal die Box. Check erstmal die Box, Digga. Sprite, die schon angetrunken ist, Digga. Geil, das war die Kirsche eigentlich. Okay, ja, nice, so. Digga. Geil. Das erste, was ich aus dem Einkauf hole, Digga, ist einfach ein angetrunkenes Sprite. Sushi stark, ja. Also nicht Sushi? Einfach irgendein Sushi, sondern aus einem richtigen Sushi-Restaurant. Was laberst du? Bei Gott. Ich schwör bei Gott. Ich schwör auf Gott. Und hier ist nochmal Sushi. Okay, geil, Sushi. Chupa Chups? Mhm. Lollis. Ich dachte mir, du bist ein Lutscher da. Ja. Passt schon. Hä? Ferrero Küsschen? Aber warte mal, welche? Weiße. Welche? Crispy. Digga, Game Changer. Oder er gibt mir Ferrero Küsschen, Bro. Komm mal kurz. Digga, hör auf, Digga, das ist echt unangenehm. Was haben wir noch? Digga, Toffifee! Du weißt, ich mag keine Schokolade, ne? Genau deswegen hab ich sie gekauft. Rote. Boah! Das ist ein Banger! Digga, absoluter Win! Bitches. Bitches to the bitches. Oh! Aber es kommt noch was ganz Besonderes, Leute. Digga, Oma. Ich dachte mir, falls du von dem Rollen nicht genug kriegst. Normal in einem Zeug. Ja! Die machen immer. Ich sehe einen Riegel, aber nur von hinten habe ich ihn gesehen. Boah, davon, ich hab 6 Stück davon da. Und das musste das letzte sein. Ja. Das ist der Banger aller Bangers. Wenn das volle Rohre wären, dann, Digga, dann würde ich einen blasen, glaube ich. Dann schauen wir nach. Sausch. Das Beste, was man holen kann, weil volle Rohre gibt's gar nicht mehr im Sortiment. Aber das Beste, was man holen kann, was es gerade noch gibt, Hitchis Spinnenbeine. Hitchis beste Marke, was du Süßigkeiten und Spinnen. Okay, bist du ready? Es geht nicht um die Schnelligkeit, es geht nur darum, wer mehr essen kann. Verstehst du? Ja, alles verstehe. Okay, auf ein faires Spiel. Was ist die Bestrafung? Ohne Bestrafung. Es geht um viel Ehre, Digga, das ist mein großer Bruder. Wenn ich gewinnen würde, du weißt ganz genau, ich würde dir das ganze Leben lang das vorhalten. Die ist langsam fertig. Schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. Mhm. So Leute, ich bin voll. Ja. Ja. Digga. Wenn man nichts gegessen hat, ist schon geisteskrank. Ja. Digga, aber man merkt direkt, das ist der Ahmed Loco Döner. Saftig. Saftig. Richtig saftig. So muss ein Döner aussehen, Chat. Sagen wir, erste Döner ist eh der schmackhaftigste. Safe. Die danach werden schlimm. Ja. Ich glaube, zweiter Döner ist auch noch okay. Mm-mm. Ab dritter Döner tut richtig weh. Ich glaube, der zweite tut schon weh, Digga. Also der zweite schmeckt noch die Hälfte und da fängt schon an zu... Ja, da muss man schopfen schon. Mm-hmm. Bist schon satt? Ich bin dir ehrlich, ja. Du? Mm-mm. Normal bist du schon satt, Mann. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das eine kluge Taktik ist, zu trinken dabei. Nein. Guck mal, weißt du, woran du schon merkst, dass das keine kluge Taktik ist, Dicker? Früher, wenn du bei den Asiaten essen gegangen bist, all you can eat, waren nie Getränke mit bei. Ja, na und? Jetzt haben die Asiaten aber gecheckt, dass wenn man viel trinkt, aber warum man die Asiaten? Schneller satt ist. Warte,
Da denkst du auch rassistisches gemeint. Ich meine, ja, die meisten All-You-Can-Eat irgendwas anderes. Ja, aber die meisten All-You-Can-Eat-Läden sind asiatisch. Deswegen spreche ich jetzt über die asiatischen Brüder. Ja, okay. So, und jetzt haben die das erkannt, Digga. Und jetzt kriegst du in All-You-Can-Eat auch Getränke mit. Checkst du, was ich meine, Digga? Und wir schneller satt, Bruder. Deswegen. Ich sag ehrlich, ich finde den ersten easy, fand ich. Ich fand den ersten auch easy. Aber der zweite wird, glaube ich, schon richtig schwer bei mir, Leute, weil ich denke, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal 2 Döner gegessen habe. Ich glaube, ich habe auch noch die 2 Döner gegessen, um ehrlich zu sein. Denkst du, wir schaffen 2? Ja. Leute, der Döner ist mit alles außer Rotkohl und Weißkraut. Oder? Heißt das so? Ja. Ja. Avocado, Knoblauch. Ja. Soße. Man muss sagen, Avocado sättigt auch. Mhm. Ich habe jetzt keinen Döner mit Avocado gerade gehabt. Ich hatte mit doppelt Tzatziki, muss aber ehrlich sagen, dass ich gar kein Tzatziki rausgeschmeckt habe. Was aber auch gar nicht böse gemeint ist. Döner war halt nicht ganz so scharf, wie ich es mir gewünscht habe. Aber also alle Döner sind gleich wie meiner und Gian hat sich noch einen so gemacht und ich habe auch noch einen von Gians Version. Mhm. Damit ihr checkt. Mhm. Ich muss sagen, du warst ein bisschen schneller. Du hast aber, das musst du noch essen, ne? Meinst du gerade ernst? Ja. Ich hab kein Fleisch mehr. Digga, hey Junge, aber du hast doch Dings, Salat. Ja, ein bisschen, Digga. Du hast ja 5 Botzen Fleisch. Ja. Guck mal, man sieht... Meine erste Trophäe, Leute. Guck mal, man sieht an meinen Tränen, wie krass mich das so... Was für ein Effekt das auf mich hatte einfach. Dieses Trinken und das Essen. Ich krieg schon Tränen. Das Geist ist krass. Okay. Meiner ist auch sauber. Okay, wir packen die Trophäen genau hier hin. So. Da ist eine Trophäe Nummer 1. Oh. Ich sag euch ehrlich, Leute, der erste wiegt schon gut was im Magen. Punkt Nummer 1 für mich. Hätte dem Bruder sagen sollen, mach richtig. Aber warte mal, wusste der Ahmed Loco Döner oder nicht? Weil manche Mitarbeiter wissen nicht. Ich glaube, er wusste doch. Er wusste? Mhm. Okay. Ich habe ihn aber trotzdem nochmal genau gesagt, damit er ja nichts falsch macht. Aber Digga, warum führen die das auf der Karte ein? Das wäre cool, Mann. Ja. Kann ich ihm eigentlich sagen? Sag ihm mal. Oh shit. Der zweite ist nochmal ein bisschen dicker als der erste. Nee, Digga, die sind alle sehr. Ihr müsst euch. Guck mal, man sieht das an der Breite, wie dick die vollgepackt sind. Das sind halt schon fett vollgepackte Döner so. So, okay. Halte. Cheers. Mhm. Zweiter Döner. Kommt gefährlich. Ihr könnt ja das zu Hause auch ausprobieren, Digga. So 3 Döner holen oder so. Ja. Und dann gucken, wie viel ihr schafft mit einem Kollegen zusammen. Also was sagst du dir, wie viele Döner willst du selbst schaffen? Ich bin froh, wenn ich den hier noch schaffe. Ja? Mhm. Bin ich dir ehrlich. Ja, du bist stolz, wenn du 2 schaffst. Ja. Ich habe auch nie in meinem Leben 2 Döner gegessen. Ja? Ich bin schon satt, Digga. Ich habe ja auch den ganzen Tag nichts gegessen. Mhm. Ja. Boah, da war ein schlechtes Fleischstück, muss ich sagen. Ein komplett hartes Fleischstück. Kann man nicht verhindern, leider. Das Problem ist, Digga, ich habe jetzt schon so langsam alles zwischen den Zehen. Das bockt nicht so krass. Wie viel hat ein Döner gekostet? Ich glaube 5,90 €. Und das in Paderborn, Digga. 5,90 € ein Döner-Chat. So wenig, Bruder? 5,90 € wenig, Bruder? Bei uns 57. Man, du musst dir vorstellen, Döner mittlerweile kostet in manchen Stellen in Deutschland 57, dann mit Getränk 2,50 €, einfach 10 €. Digga, ihr müsst euch so vorstellen, bei uns gab es damals einen Döner. Ich schwöre, der war Legendendöner. Direkt 50. Im Kino. Ja, direkt im Kino, jeder hat den einfach 2,50 € Döner genannt. Ja. Der hatte schon 10 Namen, aber der heißt immer noch 2,50 € Döner. Wisst ihr, was ich meine? Der kostet nicht mehr 2,50 € und der heißt immer noch 2,50 € Döner. Ja, komm, das 2,50 € Döner, Bruder. Hä, der kostet 4 €, Bruder. 3,50 € kostet der jetzt, ne? Mhm. Euro teurer.
Der ist aber trotzdem, seinen Namen behält der Bruder, weißt du? Als ob wir jetzt sagen, komm, 3,50 Döner, Bruder. Nee, Bruder, 2,50 Döner. Das Traurige ist ja, der kostet ja jetzt 3,50. Mhm. Und das ist trotzdem geisteskrank günstig. Ja. Boah, kann nicht mehr. Ich bin so voll, ne? Hast du noch Hunger, sei ehrlich? Ich hab's nicht mehr zu. Ja, du hast immer schon mehr geschafft als ich. Ja. Stell dir mal vor, du nimmst so die Döner mit, du schmeißt einfach in den Müll. Digga, wir kommen aus so armen Verhältnissen, Digga. Bei uns schätzt man jeden Krümel, Digga. Glaub mir mal. Nur als wir Kinder waren, wir hatten nur Murmeln. Wir haben mit Murmeln gespielt und jetzt sollen wir Döner wegschmeißen in den Müll, oder was? Wir hatten gar keine Murmeln. Doch, wir hatten Murmeln. Ich hatte Murmeln, ja. Digga, früher als Kinder haben Hamid und ich immer so Fußball gespielt. Zum Beispiel, ich hatte die Heizung als Tor und er die Tür. Und da haben wir immer so um Spielzeuge gewettet, Digga. Und zum Beispiel Hamid hat verloren und er hat dann immer gesagt, hä, Digga, es ging noch gar nicht los und so, gildet nicht. So, Digga, und dann haben wir uns immer geschlagen, Digga. Aber ich war respektlos bei sowas. Ja, ich schwöre. Ich war das Schlimmste bei uns bei sowas. Ich habe immer gesagt, wir haben noch nicht gesagt, dass es losgeht. Ja. Immer. Ich habe ihn so oft, also, wir haben uns oft geschlagen. Mhm. Gestreichelt, fester. Ja, so. Mhm. Alex war ein Typ, ne? Er mochte Gian richtig. Und er wollte immer mit Gian befreundet sein. Und Gian hatte in diesem Ghetto, wo wir aufgewachsen sind, also wo meine Oma herkommt, so ganz viele Freunde. Und er wollte dazugehören, dieser Alex. Digga, ihr müsst euch so vorstellen, wir waren ungefähr jedes Wochenende und jede Ferien dort. Ja. Und obwohl der Typ da gewohnt hatte, ich hatte mehr Freunde als er, Digga. Ich check das nicht, Digga. Ja. Wir haben ihn auch immer verarscht. Also das ist jetzt gerade eine Side-Story. Wir haben mit ihm Fußball gespielt, Gian hat mich angeschrieben. Hamid, 60-7-6. Ja. Und dann habe ich ihm einmal eine Flanke gespielt, Motto, das war irgendwie ein Ruf von ihm oder so. So eine verrückte Sache, Digga. Also wir haben ihn immer angelogen und verarscht und so. Und er wollte dazugehören und er wollte auch in diese Gruppe von Gian. Und dann hat Gian ein Aufnahmeritual einfach erfunden, wo er, also dieses Aufnahmeritual hat einfach nicht geendet, Chat. Jedes Mal, wenn die da waren, er musste so neue Aufgaben machen. Aber das war einfach der Content. Er musste die ganze Zeit irgendeine Scheiße machen, so worauf Gian einfach Bock hatte. Und jetzt kommt's, das Finale war einfach das Krasseste. Darf ich das erzählen? Meinst du den Push? Oder? Also, erzähl. Das Finale der finalen Aufnahmeprüfung war einfach, er musste sich von Gian hauen lassen. Digga, was ist das für eine Prüfung? Das war aber nicht so. Jeder das war nicht mal Mut oder so. Digga, jeder durfte ihm eine Backpfeife geben. So war das. Und das waren ja ich, einer von unseren Cousins, auch einer der Älteren. Und noch so 3-4 Jungs von dem Viertel. Hä? War da gerade ein Ding drin? Brennnessel? Auf jeden Fall, Digga. Wir waren da so und er wollte unbedingt dazugehören, Bruder. Er wollte einfach Motto nur... Einfach, er wollte dabei sein, weißt du? Heute tut er mir sogar ein bisschen leid. Ja, normal, Digga. Ja, und dann auf einmal, Digga, er kommt so, er wollte mit uns so, ja, die hängen und so. Da meinten wir, Bruder, neue Aufnahmeritual und so. Du musst in den Dornbusch springen. Da war so ein Rieb, Bruder. Der war richtig schlimm, Bruder, dieser Dornbusch, Bruder. Also... Digga, schlimm, schlimm. Und Bruder, ich schwör's euch, er ist so mit Überzeugung da reingesprungen. Ja. Das war schon krass. Ich bin auch einmal in den Dornbusch gefallen, das tut schon echt weh. Ja, und Digga, und er ist reingesprungen, ne? So mit voller Kraft, so auch freiwillig. Wenn man jetzt so überlegt, der Arme, ne? Ja, klar, ja, aber als Kind waren Kinder, wir waren Kinder. Wir waren Kinder bei uns, das war normal, Bruder. Bruder, das ist auch normal, jeder hat als Kind irgendwie eine Scheiße gemacht, aber andere erzählen sowas einfach nicht. Bruder, ja, hundertprozentig, Bruder. Wir waren die Verrücktesten, ich schwör's euch auf alles, Bruder. Wir waren in Bielefeld, in Roggenkamp, Bruder, in die Hochhäuser. Ja, wir haben Kastanien. Was denn? Ja, erzähl. Ist schon verjährt. Wir waren noch Kinder, Mann. Wir haben Kastanien mit hochgenommen in die Hochhäuser, haben das auf Autos und auf Leute geschmissen und so, Bruder. Das war, Bruder. Es ist natürlich ausgedacht, die Geschichte, Chad. Natürlich, Bruder. Chad, wir haben auch Ärger bekommen damals. Ich weiß noch ganz genau, das hast du gemacht bei uns. Oder wir alle? Was? Bei uns zu Hause wird angerufen, weil. Bei uns auf dem Rückweg nach Hause mussten wir immer über so eine Brücke gehen. Ne? Kennst du noch die Brücke? Von damals Domschule zurück. Diese Brücke über die... Ja. Wir mussten nur eine Brücke hochgehen. Diese Brücke war richtig hoch. Die ging richtig lange. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Aber wir haben so Äste und so von der Seite noch einfach auf die Straße geworfen. Ja. Da waren keine... Einfach auf die Straße geworfen. So einfach Äste auf die Straße. Und dann einfach so keinen Sinn, Digga. Ja, Polizei hat damals angerufen bei uns zu Hause oder so. Irgendwie so. Und dann haben wir dick Ärger bekommen. Aber ich sag dir ehrlich, ich war klein, also ich war
Grundschule oder zweite Klasse oder so, ich dachte so, hey, Bruder, das war gar nichts Schlimmes. Ja. Für mich war das so voll normal, Digga, so Äste auf die Straße zu werfen. Weißt du, was ich gerade mache? Ja. Mein zweiten Punkt, Baby! Ey, ich muss mir kurz was zu trinken holen, weil kann ich mehr. Hol dir, boah, Digga, ich bin so voll, Digga. Leute, ich schaff nicht mehr als zwei Stück. Digga! Dein Ernst? Ja, ich bin dir ehrlich, Bruder. Boah, Digga, ich hab noch nie in meinem Leben zwei Döner gegessen. Oh. Ich schon. Ich sag euch ehrlich, der 2,50 Euro Döner, der kann dich satt machen, aber... Aber der war klein. Der war klein. Der war so okay. Vom Geschmack her und so in Ordnung, aber er war ein bisschen wirklich klein, ich bin euch ehrlich. Ja, für 2,50 Euro komplett in Ordnung gewesen. Ja, definitiv. Ich esse 6, Digga, das will ich sehen. Wenn du 6 Döner isst, Digga, schick mir ein Video davon, ich bezahle dir die. Du Blöffer. Du isst 6 Döner, Mann, ich schaff nicht mal 2, Mann. Ich wiege 110, 115 Kilo. Ich esse nur 2 Döner. Der schickt dir ein Video von Ada, wie er 6 Döner isst und sagt, das bin ich. Ja, normal, normal. Boah, ich muss sagen, ich bin auch schon satter, als ich gern zugeben würde. Ich habe 2 Giannates. Aber Digga, wenn du den anfängst, musst du den auch schaffen, Digga. Ja, chill mal kurz, Digga. Motto, sonst habe ich den nicht anfangen. Ja. Also, ich sage euch ehrlich, also jetzt geht's gar nicht mehr um Hunger, sondern um Reinstopfen. Also das ist schon echt nicht mehr... Digga, das ist bei mir schon seit 10 Minuten der Fall. Oder der ist respektlos dick gefüllt, Digga. Digga, wie fett alles noch einfach am rausfallen ist auch. Ich sag, ich schaff, boah, Digga, wie fett, guck mal, wie der tropft. Ja, Mann. Digga, der ist so fettig, ne? Ich will es nicht, eigentlich nicht zeigen, weil ich hab Angst, dass hier alles rausfliegt. Ach, Digga, ich kann nicht mehr, ja. Guckt euch das an, Chat. Wie fettig der ist. Seht ihr das? Guck mal, wie der glänzt. Ja, Mann. Digga. Boah. Wusstest du, dass manche zu Döner... Tasche oder Döner Fleischtasche sagen? Ja, und Spaß jetzt. Und es gibt Leute, die sagen zu Dönerbox Fleischeimer. Ehrlich jetzt? Du verarschst mich. Nein, ich schwöre auf alles. Wo haben die den gekauft? Aus dem Abfalleimer? Vom Plankton oder was? Ich glaube in Erfurt sagt man das. Jetzt auf Ernst, Digga? Osten, ja, Fleischeimer. Digga, die Menschen sind so crazy, Digga. Kann man nicht einfach Döner sagen, Digga? Oder ein Dönerbox, in NRW sagen ja auch viele Pommdöner. Bruder, ganz ehrlich, Pommdöner, Dönerbox, okay, Bruder. Ja. Ich verstehe beides noch. Aber Bruder, was hast du gerade nochmal gesagt? Fleischeimer und... Fleischeimer, Bruder, was für ein Fleischeimer? Bruder, bitte, ja. Weißt du, was manche zu Ding sagen? Zu Berliner? Was? Das ist das Krasseste jetzt. Also Kraken oder so. Ja, das gibt's, Kraken gibt's auch, aber das meine ich gar nicht. Was denn? Manche sagen zu Berliner Marmeladendöner. Du verarschst mich. Nein, ich schwöre auf alles. Boah, bei Gott, das ist jetzt eine Ansage an euch alle. Wenn ihr mich mal in Real Life sehen solltet und ihr sagt zu mir, Bro, hast du Bock auf einen Marmeladendöner? Walla, ich klatsch euch eine. Was für Marmeladendöner, Digga. Marmeladendöner, Digga. Also, wenn ihr Schläge von mir haben wollt, wisst ihr Bescheid. Halt. Ja, wir distanzieren uns, Twitch, wir distanzieren uns. Er ja, meint streicheln. Ich doch streicheln. Ihr kriegt auf jeden Fall eine gestreichelt. Oh. Walla, alt, wenn es Berliner sagt. Ja, definitiv. Man sagt zu Wassereis, Eis, Wasserstab. Was denn? Hast du zu Hause Wasserstäbe? Wasserstäbe. Wassereis? Ja. Nee. Was ist das denn für ein Wort, Digga, ey, bitte? Lustigste Story, die du jemals gehört hast. Was sagen wir zu einem normalen Du? Jetzt kommt die lustigste Story, die du jemals gehört hast. Das ist ehrlich so passiert. Umut kommt ja aus Hamburg, Chat. Umut sagt zu Kirmes Dom. Jetzt kommt das Krasseste. Umut musste wegen E-Sports. Köln. Ja, Kölner Dom. Und er meinte so, er wusste nicht, wo er ist, ne? Ja. Und dann hat er unseren Chef, unseren Coach angerufen von Leipzig.
Und der so, ja, wo bist du denn? Und Umut meinte, ja, vor so einem großen Gebäude. Und dann meinte, hat er ihn gefragt, vor Kölner Dom? Umut meinte, nein. Aber es war der Kölner Dom. Oh mein Gott. Umut dachte, der meint damit Kirmes. Also, nein, nein. Nicht Kölner Dom. Umut, Digga, oh mein Gott. Ey, Digga. Aber was sagen die denn dann zu Kölner Dom? Er wusste nicht, was Kölner Dom ist. Was? Er kannte Kölner Dom nicht. Du verarsch mich. Ich schwöre dann. Bei Gott. Was sagt man denn jetzt bei dem zu einem Dom? Was sagt man denn da in Hamburg? Ja, nee. Ah, er meinte Rathaus. Bruder, seit wann ist eine Kirche ein Rathaus? Ja, keine Ahnung. Die Hamburger sind eh Dings da. Bist du dir sicher, dass Umut aus Hamburg und nicht aus Elmhorst ist? Ja, warum? Digga, ich hab gar kein. Also ich hab gewonnen, ne? Ja. Yeah! W ist in den Chat! Oh mein Gott! Hey! Let's fucking go, bro! W ist in den Chat! Gewonnen, bro! Boah, Digga, ich bin dann. Mit zwei Döner und einem Bissen gewonnen! Oh yes, baby! Oh yes, du musst erstmal geschlagen geben, ja? Sag es öffentlich in die Kamera. Wer schafft mehr Döner? Hamid schafft ganz klar mehr Döner, Leute, bin ich euch ehrlich. Wer ist der krassere im Döner verputzen? Du, Mann, jetzt gib mal Dings, lass mich hier nicht hängen, du. Gewonnen, Chat, gegen meinen großen Bruder, ihr wisst ganz genau. Ihr wisst ganz genau, das bleibt für immer, wird das jetzt alles aufgegriffen. Ja! Let's go! Obwohl ich faste. Okay, jetzt wollen wir noch einen kurzen Call. Wie viel hat Eli genau geschafft, Güney? Ah, Digga, Güney, jetzt wie lange gebraucht? Er hat schon geschrieben. Ja? Er hat geschrieben 2, aber nicht wie genau. Güney, sag mal 2 und wie viel Prozent vom dritten? 60. Du brauchst 60% vom zweiten? Ja, du musst mich anfeuern, damit ich noch... Was ist dein Ziel? Wie viel willst du schaffen? Mehr als Eli. Also ich habe jetzt keinen anderen Vergleich. Wenn du jetzt noch den dritten schaffst, dann ist schon stark. Digga, der dritte ganz krass. Das ist schon krass. Das ist krass. Dieses, wenn ich das schaffe, dann habe ich ganze Zeit Bauchschmerzen. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, weißt du, was ich meine? Aber danke, ne, dass du die Sushi auch geholt hast. Kein Problem, Bruder. Jetzt ist keiner von uns. Ich weiß nicht, aber vielleicht so nachts. Ja, ein bisschen kannst du auch hier, also ich würde ein bisschen was behalten und würde einen Kühlschrank tun. Ja, safe, behalt's für dich, Digga. Ich habe es auch für dich gekauft, Digga. Ja, jetzt. Aber ich rufe es auf jeden Fall mal an. Guck mal, das läuft aus. Leute, ich fliege dieses Jahr übrigens wieder in die Türkei. Hä? Wer? Ich? Wer hat gefragt? Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh shit, bro! Oh shit! Er hat mich auseinandergenommen, ich bin euch ehrlich, Leute. Kennst du Oleg? Ja, ja. Oleg kennst du schon, ne? Ja. Was sagst du zu Rap LaRue? Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Was sagst du, Bro? Zu was? Zu Rap LaRue? Gut. Ich bin gespannt, wie es wird. Oh. Weil bei Icon weiß man ja, in welche Richtung es gehen wird, weißt du? Aber bei Rap LaRue, Digga, es gab noch nie Rap LaRue. Ja. Deswegen, ich freue mich, beim allerersten Rap LaRue Staffel dabei sein zu können. Sammy meint, dass man nicht sicher, ob du dabei bist. Doch. Er hat mir gesagt, heute. Normal. Er hat mich heute angerufen. Nein, halt's mal. Oh. Halt's Maul, Digga, das ist keine Motivation, Digga, das ist Verschlimmung. Digga, denk an den Moment, wo du richtig Hunger hattest. Guck mal, du hattest so strahlende Augen, als ich durch die Tür gekommen bin. Ja, warum, Digga, ich hab keinen Hunger mehr, Digga. Ja, ist trotzdem, Digga, ist! Was bringt mir das, wenn ich an den Moment denke, wo ich Hunger hatte? Ja, denk an den Moment, Digga, dann kriegst du wieder ein bisschen Hunger. Nein, null. Ich hab dir gesagt, bevor du den Döner anfängst, musst du schon wissen, ob du ihn isst oder nicht. Maul. Das ist mein Kühlschrank. Digga, es wird nicht mehr. Guck mal. Wenn ich rausdrücke, ich beiße nur ein Fleisch, kein Brot. Wenn ich jetzt beiße Fleisch, das ist das Ekelhafte, so fettig und so. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du schaffst das, Bruder. Komm. Nur noch diesen Döner. Boah, mir ist echt schlecht, ne? Mir auch. Bei mir ist schon von 2 Döner ist mir schlecht geworden. Aber du schaffst das, Digga. Einfach Zähne zusammenbeißen, durchziehen, Digga. Boah, Digga. Boah. Du kannst ihn schaffen, Mann. Du könntest ihn schaffen, du weißt es selber. Steh mal einmal auf für 2 Minuten.
Das ist gut für die Verdauung. Du hast ihn fast geschafft. Leute, er hat sogar fast 3 Döner gegessen. Ich bin nicht ehrlich, er hat mehr als 60% vom dritten Döner. Mehr. Aber er isst den dritten Döner definitiv länger. Also du hast bis jetzt für den dritten definitiv länger gebraucht, als wie für die ersten beiden zusammen, oder? Definitiv. Mhm. Aber mutig von dir, dass du den dritten machst. Das sag ich dir ehrlich. Mhm. Digga, wie hat Ada 6 Stück geschafft? Bruder, wenn es nicht 20 Uhr wäre, würde ich ihn anrufen. Digga, warum ist da so viel Fleisch drin? Wallah. Ich freue mich immer so krass bei Stardöner, dass sie das so vollpacken. Aber jetzt gerade regt es mich so krass auf, ne? Ich denke mir so, Bruder, warum kann das nicht mit wenig sein? Warum können die da nicht wenig reingepackt haben? So, das denke ich mir gerade. Ich glaube, ich habe mir auch gerade nicht so den besten Döner ausgesucht, ja? Ja. Guck mal, am liebsten würde ich jetzt nur noch dieses Stück hier essen. Mhm. Da würde ich, das würde ich noch kauen. Fertig. Aber dieses ganze Ding. Ja, Döner macht schnell satt, definitiv. Definitiv. Oh. Digga, und Döner macht schweren Magen, Mann. Auf jeden Fall, falls du das siehst, Junge, bleib flauschig. TikTok ist sportlich. Wieso? Wenn du Kurde bist, esse alles. Bruder, ich küsse dein Herz. Wenn ich nicht alles schaffe, bin ich kein Kurde mehr. Bruder, ich küsse dein Herz. Was für eine Aussage. Wenn du Kurde bist, ist alles. Ich versuche alles zu essen, aber nicht, weil ich Kurde bin. Verliere ich meine Nationalität danach oder was? Ich will unbedingt sagen können, ich habe 3 Döner gegessen, Chat. Für den Flex. Wie viele Döner schaffst du? Bruder, so auf den kann 3 essen, aber... Eigentlich, ich esse einfach nur einen, damit ich sage, so, das will ich sagen können. Hamed, würdest du noch 2 Döner essen für 50.000? Und sage euch ehrlich, ich würde es probieren, aber es wird nicht klappen. Ich sage, ich würde keine 50.000 bekommen. Also ich würde mich übergeben und so und selbst dann wird nichts reingehen. Ich sage, ich würde es nicht schaffen. Also hiernach noch 2 Döner, ich würde nicht hinbekommen. Wird einfach nicht gehen. Ich muss kurz aufstehen. Boah, Digga, es ist so schlimm, ne? Es sieht so klein aus, Chat, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie kann man Red Bull Organics trinken? Bruder, ist so wie Mezzomix einfach. Also oh, es ist einfach kein Energy. Das checken viele nicht. Das Ding ist, wisst ihr, wo das Essen ist? Hier. Hier ist das Essen.
Leute, er wird's schaffen. Er wird's schaffen, Digga. Ja. Gehst du links? Warte kurz. Bruder, geht's dir gut oder soll ich einen Rettungswagen holen? Hamid? Man denkt wirklich heftig, Alter. Digga, warum hast du mir keine Teilmasseurin geklärt? Ja? Ich kann dir eine bestellen. Dann kann man? Ja, klar. Du kannst dir die nach Hause bestellen. Gibt's auch, ja. Heute ist Samstag, safe. Kann aber sein, dass sie vielleicht ein bisschen handgreiflich wird. Nein, da ohne das. Ja, dann, das kann man auch bestimmt klären, ja. Nur massieren. Und, oh, ja. Jalla, komm, Junge, rein damit. Junge, chill mal, ich kotze gleich. Er sagt ja, jalla. Rein, Junge! Warum hältst du deine Kamera so bereit, Digga? Ja, weil du jetzt essen sollst. Ich fühle mich wie so ein Affe im Zoo, Digga. Ja, ich krieg's hinter dir jetzt. Komm, Junge. Ja, chill mal ganz kurz, chill mal ganz kurz. Lass, gib mir noch eine Minute. Ich hab perfekte Kamerawinkel, Leute. Perfekto. Drei. Na, ich sag mir, Bruder, seit wann sind Minuten, eine Minute... Bruder, bei mir ist schon eine Minute rum, Bruder. Nein, chill mal kurz. Auf Ernst. Alles für Messi. Mach's für Messi, Bruder. Ach so, ja, okay, jetzt auf einmal kann ich. Ja. Was, wenn du Messi liebst... Junge, Messi, guck nicht mal zu, Digga, was juckt ihn da, ob ich das jetzt esse oder nicht? Ja, bald wird Messi dir zugucken. Ich werde ihm den Clip schicken. Schickt ihm mal den Clip, Leute. Drauf. Markiert Messi... Mach das in die Story, wie ich den letzten Biss esse und markiert mich und Messi zusammen. Ja. Los geht's. 3, 2, 1. Komm für Messi. Für Messi, Bruder. 3 Döner. 3 Döner. Ich poste direkt eine Story und ich markiere Messi. Markiert alle Messi Abidjan. Würdest du noch einen Döner schaffen? Ja, ein Döner. Ja. Ein. Bulloptik.
krieg's nicht runter. Trink was dazu. Cheers. Na, lass mal gucken. Bitte nicht, Bruder. Bitte. Ja! Chat, ich muss auch komplett real mit euch sein. Beim letzten Döner ist es natürlich nicht sauber gewesen. Hier, ihr seht dann noch Fleischstück, da Salat. Aber, ja, so wie ihr das, also. Ich hab's geschafft. 1, 2, 3. Oh!